Die Vorbereitung auf die Challenge in Rot im September ging natürlich auch im Juli weiter. Es ging los mit Urlaubstagen, der Monat endete mit Ruhetagen, aber zwischendurch habe ich dann auch mal trainiert. Und wie das genau aussah, das sage ich euch in diesem Video, auch warum ich in diesem Poncho hier rumsitze. Es sei schon mal gesagt, es kommt bei mir Tour de France Feeling auf. Yeah! Selbst im Sommer sitze ich hier im Keller und mache von hier aus mein Video, nicht von draußen. Jedenfalls ist es heute nicht so richtig schön draußen. Also, Tag zusammen, ich bin Thorsten oder auch Torso und ich liebe Langdistanz-Triathlon und ich liebe auch Wettkämpfe, aber für mich hat bisher noch kein einziger stattgefunden. Ich habe noch nichts dergleichen gemacht in dieser Saison. Selbst die Cycle Classics sind jetzt gerade wieder abgesagt worden, nachdem sie auch schon verschoben wurden auf Ende August, aber sie finden auch da nicht statt. Es wird also für mich wohl so sein, dass ich mehr oder weniger von 0 auf 100 gehe, wenn ich in Rot bei der Challenge, bei der Langdistanz an den Start gehe. Könnte besser laufen. Ich hoffe mal, im nächsten Jahr sieht es ganz anders aus, denn das ist das entscheidende Jahr, das zweite im Zweijahres Ironman Hawaii Plan. Da gilt es dann. Der Trainingsmonat Juli begann also, wie schon gesagt, mit Urlaub und ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich wirklich abschalten kann und sagen kann, hey, Training, das lasse ich jetzt mal beiseite, ich habe keine Angst, dass ich meine Fitness verliere und mache einfach wirklich Urlaub und entspanne. Aber das hat wunderbar geklappt, ich konnte sehr gut abschalten, habe nicht allzu oft ans Training gedacht, jedenfalls hatte ich kein schlechtes Gewissen, aber ich habe mich an die Empfehlungen meines Trainers gehalten und war dann letztlich 5-mal tatsächlich laufen. Und ich zeige euch mal die beiden Urlaubswochen oder Trainingswochen, je nachdem. Große Lücken, aber 5-mal stand da dann Laufen auf dem Programm. Der längste Lauf ging über 1 Stunde 15. Einer war dann auch mal nur 40 Minuten lang. Die waren auch gar nicht so einfach, denn ich war ja in den Bergen, überwiegend in Frankreich, wie hier. Aber ein paar Tage auch in Italien, im Aostatal, in 2000 Meter Höhe. Da gab es kaum eine ebene Fläche. Es ging entweder rauf oder runter und das ziemlich steil. Das war ganz schön anstrengend, aber in toller Umgebung natürlich. Und das hier ist dann ein Lauf im Burgund in Frankreich. Und dafür gilt, solch eine Umgebung, die motiviert mich natürlich, dort mit viel Spaß durch die Gegend zu laufen. Zumal das Terrain dann hier wieder ein bisschen flacher war, sehr viel flacher, fast wie in der platten Heimat. Und dass ich gelassen bleiben kann, das habe ich gesehen an dem letzten Lauf, der in den Urlaubstagen anstand. 1 Stunde 30 waren vorgesehen, aber dieser Lauf passte nicht in den Urlaub hinein, in diesen Urlaubstag. Und da habe ich dann gesagt, dann mache ich den eben nicht. Schade, aber gut, ist so. Hat mich nicht weiter gestört und das finde ich gut, dass dieses Laissez-faire bei mir möglich ist, weil ich ja ansonsten immer ein schlechtes Gewissen bekomme, wenn ich meine Trainingsaufgaben nicht zu 100% erfülle. Das hat aber natürlich damit zu tun, dieses Laissez-faire und dieses Lockersein, dass es erst die erste Saison im 2-Jahres-Ironman-Hawaii-Plan ist. Das ist das Aufbaujahr. Ich muss in Rot keine super Zeit hinlegen, muss mich dafür nichts qualifizieren, sondern will einfach gut, einigermaßen gut durchkommen und zufrieden sein und sagen können, ja, das ist eine Leistung, auf der ich dann in der folgenden Saison aufbauen kann, in der gilt es dann wirklich gut und schnell zu sein, weil, naja, will mich ja qualifizieren. Für Hawaii. Ja, und außerdem mache ich ja keinen Strandurlaub. Ist ja nicht so, dass ich mich nicht bewege und mich vielleicht nur zur Liege hinbewege und von der Liege dann abends nach einem langen Strandtag wieder zurück ins Hotel. Das ist ja so, dass ich eher Aktivurlauber bin und immer in Bewegung sein muss. Na, nicht immer, jedenfalls ziemlich oft. Und so bin ich gewandert im Urlaub. Ich bin geradelt. Ich bin geschwommen hier im Lac d'Annecy in Frankreich. Super klares, sauberes, schönes Wasser und total warm. Der Neo war komplett überflüssig, wie ich dann gemerkt habe. Und der wurde am nächsten Tag dann beim morgendlichen Bad auch nicht mehr rausgeholt. Ganzkörpertraining habe ich auch gemacht und zwar in der spaßigen Form. Rumpfstabilität durch
Paddeln mit dem Subboard über den See, ein großer Spaß. Das ist zwar in Bewegung bleiben, aber es ist natürlich kein richtiges Training. Ich gehe da nicht an die Schwelle, schon gar nicht an die Schwelle, aber auch nicht in den Grundlagen-Ausdauerbereich, sondern das ist alles dann der Chill-Modus, mehr nicht. Dafür haben sich dann andere umso mehr angestrengt, die Radler der Tour de France nämlich. Wir sind zufällig in eine Etappe reingeraten, als wir da durch die Ortschaften gefahren sind und gesehen haben, hey, die sind ja ganz schön bunt geschmückt. Da haben wir gemerkt, okay, hier kommt die Tour de France durch, das ist klar. Und tatsächlich war es dann so, die Etappe von Cluses nach Tignes haben wir mitbekommen, natürlich nur an einem Ort. Und es geht dann ja immer ziemlich schnell, dass sie durch sind, klar. Und um einen solchen kurzen Blick zu erhaschen auf die Radler, muss man geduldig sein, lange warten. Die Wartezeit soll einem versüßt werden durch eine Werbekarawane, die dann da durchzieht. Die schmeißen dann, so wie beim Kölner Karneval, die Kamelle. Schmeißen die dann auch mit Sachen um sich, die man dann ergattern kann, haben wir gemacht. Zum Beispiel diese wunderschöne Tasche, in die man dann eben all die Sachen reintun kann, die man findet. Zum Beispiel, oder die einem zugeworfen werden, zum Beispiel eine Tasche, eine zweite Tasche. Oder hier, was habe ich hier, so eine Geldbörse oder ein Täschchen. Total praktisch. Mini-Würste, damit man nicht verhungert zwischendurch. Dann haben wir hier noch Geschirrhandtuch, haben wir auch ergattern können. Was haben wir hier noch? So ein Beutel, so ein Sack, in den man einiges packen kann zum Transport. Schlüsselanhänger, na gut. Ein Bleistift, ein Armband. Ups. Und ein Shirt, das mir leider ein paar Nummern zu groß ist. Eine formschöne gelbe Tour de France Mütze. Olé, olé. Ja. Süßigkeiten und was noch? Noch so ein Schlüsselgedöns. Naja, gut. Und nicht zu vergessen der Regenponcho, den ihr eingangs gesehen habt. Der war natürlich an diesem total verregneten, schrecklichen Tag sehr, sehr hilfreich. Zurück in Deutschland konnte ich wegen der Arbeit die Tour de France-Etappen leider nicht allzu intensiv verfolgen, was sehr schade war, weil die Tour durch die Pyrenäen führte. Das ist ja meine absolute Lieblingsbergregion, die liebe ich. Immerhin, am 13. Juli hatte ich eine Stunde Zeit, auf der Rolle zu sitzen und zu trainieren, während die Tour auch über den Portet des P führte in den Pyrenäen. Und da saß ich auf der Rolle, konnte so ein bisschen mitradeln. Bei diesen Pyrenäen-Etappen werde ich immer ein bisschen wehmütig und denke, da musst du schleunigst mal wieder hin. Aber okay, vielleicht in 2 Jahren. Mal schauen. Irgendwann wird es wieder soweit sein. Aber jetzt sage ich euch erstmal, was mein Trainer für mich im Juli auserkoren hatte, was er mit mir vorhatte. Denn es war ein bisschen deprimierend, sich anzugucken, was mein Trainingsportal mir sagte zu meinem Fitnesszustand. Vor meinem Urlaub hatte ich eine Kennzahl, die stand bei 94, danach dann nur noch bei 68. Also ist richtig runtergerutscht. Da kann man jetzt deprimiert sein, aber wenn man weiß, wie das Ganze berechnet wird, dann weiß man, alles halb so wild. Und ich weiß natürlich auch, dass ich meine Fitness nicht komplett verloren habe. Aber jetzt hören wir mal, was Nils im Juli mit mir vorhatte. Athlet Schröder ist back im Training. Ich hoffe, du hast das kleine Mid-Season-Break Anfang Juli gut überstanden. Wichtig für Rot, damit du ein bisschen Frische nicht nur im Kopf hast, sondern auch körperlich dich ein bisschen von den ersten Trainingsmonaten erholen kannst. Jetzt, die nächsten Wochen, geht es erstmal darum, wieder so ein bisschen Spannung aufzubauen. Du bist zwar 5-mal gelaufen in den 14 Tagen im Urlaub, nichtsdestotrotz geht es jetzt darum, wieder eine Trainingsroutine aufzubauen über kurze, schnelle Einheiten, wieder kurz den Motor groß zu machen, um dann im August in die unmittelbare Vorbereitung auf die Challenge Rot zu gehen. 5 Wochen sind es dann noch, in denen es wirklich ans Eingemachte geht. Deswegen freue dich jetzt auf strukturiertes Training in den kommenden 2 bis 3 Wochen. Kurze, schnelle Einheiten gepaart mit ein paar längeren Sachen, bevor es dann in die unmittelbare Rotvorbereitung geht. Ja, klare Ansage also von Nils, vor allen Dingen schon vorausblickend auf den August, aber für den Juli dann also kurze, schnelle Einheiten und genauso war es dann eben auch an jenem eben schon genannten 13. Juli. Da saß ich auf der Rolle und sollte schon ein paar Mal an meine Schwelle gehen, 260, 270 Watt, da liegt meine Schwelle beim Radeln
Und ja, das hatte ich herausgefunden mit der kleinen Leistungsdiagnostik, die ich gemacht habe. Das habt ihr im vergangenen Video dann gesehen. In der ersten Woche nach dem Urlaub komme ich aber insgesamt wegen der Arbeit nur auf ein Training von insgesamt 10 Stunden und 30 Minuten. Und ein großer Teil, fast die Hälfte davon, entfällt sogar auf einen einzigen Tag, auf den 17.07. Und das ist übrigens die 37. Trainingswoche insgesamt seit November halt. Da hatte ich komplett arbeitsfrei und habe den Tag genutzt, um an die Ostsee zu radeln. Diesmal nicht an den Schönberger Strand, gleich bei Kalifornien, neben Brasilien, in Schleswig-Holstein, sondern nach Mecklenburg-Vorpommern. Da ist es auch wunderschön. Großschwansee war das Ziel. In der Nähe von Lübeck hatte ich allerdings einen Platten. Normalerweise kein Problem. Warum auch? Kann man beheben, ganz schnell. Zumal ich diesmal auch eine Pumpe dabei hatte, beziehungsweise ich hatte Kartuschen dabei, aber ich hatte leider kein Flickzeug dabei und keinen Ersatzschlauch. Das lag alles noch schön in der Urlaubskiste, fiel mir dann leider etwas spät ein, aber es gibt ja zum Glück immer noch sehr viele sehr nette Menschen, zum Beispiel Matthias, der mich da in meiner schrecklichen Notlage gesehen hat und mir geholfen hat. Er hat mich zum nächsten Radladen gefahren mit seinem Bulli. Großartig. Der Laden wollte eigentlich gerade schließen, aber die haben dann gesagt: Hey, komm, gib Rad her und wir erledigen das sogar kurz selber. Da musst du gar nicht ran, sondern machen wir wirklich ganz schnell. Also von wegen Servicewüste Deutschland. Wenn jetzt jemand sagt: Naja, Promi-Bonus, ist ja klar. Nee. Die haben mich unter meiner Maske ganz sicher nicht erkannt. Also vielen Dank für eure tolle Hilfe, Matthias, und an den Radladen. Ja, und so konnte ich dann weiter radeln Richtung Ostsee, Großschwansee, und habe natürlich zwischendurch eine Pause eingelegt und endlich mein Triathletengedeck mal verspeist, bestehend aus einer koffeinhaltigen und verdammt süßen dunklen Brause und einem Schokoriegel. Das gab dann noch mal ein bisschen Energie und tat richtig gut. Und so war ich dann nach gut 4 Stunden und 125 Kilometern ungefähr auf dem Rad am Wasser an der Ostsee und bin noch mal in die recht wilde Ostsee gesprungen. Also die Wellen waren ziemlich hoch. 50 Minuten noch mal ein kleines Training. Übrigens, wenn ich im Meer weiter rausschwimme oder wenn ich in einem größeren See unterwegs bin, dann habe ich immer dieses Dingens hier, jedenfalls mittlerweile, bei mir. Da kann ich einerseits auf mich aufmerksam machen mit einem schrillen Pfiff. Und ich kann hier ranziehen und dann wird hier eine Boje draus, bläst sich halt von selbst auf, an der ich mich festhalten kann. Das kann Leben retten. Andere schwimmen mit einer Boje permanent, mit so Leuchtfarben, permanent durchs Meer, um gesehen zu werden. Das hilft natürlich auch. Also solche Hilfsmittel sollte man in solchen Fällen, die gefährlich werden können, wirklich mitführen. Das kann Leben retten. Dazu eine kurze Geschichte, wie es bei mir dazu kam, dass ich mir so ein Ding besorgt habe. Im vergangenen Jahr bin ich nach 3-monatiger Corona-Zwangspause in Sachen Schwimmen mal wieder in einem See gewesen, im Plönersee, im kleinen Plönersee. Und in der Schwentine war ich unterwegs und ich war so euphorisch. Ich hatte so viel Spaß am Schwimmen, ich konnte gar nicht wieder aufhören. Insgesamt wurden es 7,5 Kilometer Schwimmen. Aber nach 6,5 habe ich gemerkt, oh, mir gehen jetzt so ein bisschen die Kräfte aus. Und dann habe ich überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich hier so mitten im See, hier ist irgendwie keiner, was passiert denn dann? Mich sieht keiner, ich könnte jetzt hier eigentlich auch theoretisch ersaufen, wenn mir die Kräfte ausgehen. Und ich habe es, wie ihr seht, an Land geschafft, war dann auch kein großes Problem, aber das war für mich die Geschichte, nach der ich gesagt habe, oh, gewisse Sicherheitsvorkehrungen sollte ich treffen und deshalb diese aufblasbare Boje. So, zurück zum Training. Die Rückkehrwoche, die war dann ja noch relativ harmlos. In der Woche danach wurde es vom Umfang dann doch ein bisschen mehr. Da hatte ich auch mehr Zeit zu trainieren. 16 Stunden und 15 Minuten war ich da am Trainieren. Am Montag war Schwimmen angesagt und mit zum Schwimmen gehört Beintraining. Also der Kraul-Beinschlag gesondert ohne Armeinsatz. 25, aber auch mal 50 Meter lang. Und das Ganze 4, 6 oder 8 Mal hintereinander, das ist jetzt nicht so der allergrößte Spaß, muss ich zugeben. Aber gut, gehört dann leider dazu. Die anderen fordernden Elemente finde ich sehr viel netter. Also kurze Abgangszeiten oder 50, 100, 200 Meter in schnellem Tempo und mit kräftigem Abdruck. Das macht Spaß.
Und ihr erinnert euch bestimmt noch, im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie früh ich mit dem Ellenbogen aus dem Wasser gehe. Daran arbeite ich jetzt, den Arm wirklich durchzuziehen, bis zum Oberschenkel zu strecken und noch einen letzten Push zu geben, bevor ich dann wirklich aus dem Wasser komme. Auch deswegen, wegen dieses Elements, macht gerade das Schwimmtraining nochmal besonders Spaß. Am Dienstag dann ein entspanntes, aber längeres Radeln am Elbdeich entlang. Das ist übrigens Teil der Strecke des Hamburger Ironman gewesen und wird es jetzt auch wieder Ende August, so das Ganze denn stattfindet. Am Mittwoch dann erst ein kürzerer Lauf, dann ein längeres Radfahren, wieder mit Treten an der Schwelle, also 260 Watt ungefähr. Donnerstag dann wieder schwimmen, natürlich mit Beinübungen. Dann am Freitag der härteste Tag der Woche, ganz klar, denn da stand ein Koppeltraining an. Erst eine 85 Kilometer Ausfahrt, auch wieder mit Treten an der Schwelle. Da brannten die Oberschenkel schon ganz gut zwischendurch und danach dann noch flugs in die Laufschuhe und losrennen. Dazu gehörte in diesem Laufen 13 Mal 800 Meter mit mindestens 4,32 pro Kilometer. Und da musste ich echt kämpfen. Neunmal habe ich jetzt. Vier muss ich noch durchstehen. Es ist echt heftig. Aber irgendwie auch geil. Ja, das war heftig, aber ich habe es überlebt und es hat mich hoffentlich dann wieder ein Stück nach vorne gebracht. Am Samstag dann hatte ich leider keine Zeit für Training. Am Sonntag stand dann erst Laufen auf dem Programm, dann noch später ins Schwimmbad wieder, wahrscheinlich auch wieder mit Beinübungen. Das ergibt ein intensives Training, so wie es sein muss, so kurz vor der Challenge in Rot, vor der Langdistanz. Für dieses Rennen in Rot wird übrigens sehr wichtig sein, dass ich ausreichend esse und Energie zuführe. Und ich sage das deshalb, weil ich bei einem Lauf gedacht hatte, ich hätte genug gegessen. Da hatte ich nur gefrühstückt. Ein paar Stunden später dann wollte ich laufen. Dachte, okay, ein bisschen Energie kannst du noch brauchen. Also isst doch noch ein paar Datteln. Habe ich gemacht und bin dann losgelaufen. Aber mit so eierigen Beinen, ich hatte gefühlt Quark in den Oberschenkeln. Da war nichts vorhanden. Ich war echt total schlapp, habe dann ein Kohlenhydratgel gegessen und innerhalb von 10 Minuten war die Energie zurück. Also sensationell und wirklich toll und ein Paradebeispiel dafür, wie schnell verfügbare Kohlenhydrate dir dann doch die Energie wieder zurückbringen. Danach konnte ich dann auch meinen Lauf ganz normal und mit normaler Energie fortführen und zu Ende bringen. Also im Rennen sollte es so weit nicht kommen, nicht ausprobieren, keine Experimente, sondern wirklich rechtzeitig und ausreichend essen, ausreichend Kohlenhydrate zu sich nehmen. Die letzte Juliwoche dann wieder relativ wenig Training. Da habe ich einen 1,30er Lauf, also 1 Stunde 30, absolviert mit Schwimmen. Da sieht man dann Fokus auf den 50ern und auf den 100ern und zwar schnell schwimmend. Am Tag danach noch eine Laufeinheit, aber dann kam, tja, eine Pause und das lag an meiner Zweitimpfung in Sachen Corona, die ich mir abgeholt habe und danach dann tatsächlich ein bisschen schlappi war. Ich war müde und deshalb habe ich dann eben ein bisschen ruhiger gemacht und kein Training. Und fertig ist der Juli. Trainingstechnisch fühlte er sich so ein bisschen ruckelig an und unvollendet, aber so ist es dann eben mit Urlaub in der eigentlichen Trainingshochphase und mit Ruhetagen, die man nicht vorhergesehen hatte. Und dann kommt auch noch so eine kleine Zahnarzt-Odyssee hinzu, die ich absolviere schon seit einigen Wochen. Termine muss ich natürlich dann dafür machen, wo ich dann denke, na, jetzt könntest du eigentlich auch trainieren und es zerschlägt jetzt meinen Trainingstag, wo ich doch gerade mal ein bisschen Zeit habe. Das ist ein bisschen schade und ich hoffe, im nächsten Jahr flutscht das dann noch ein bisschen besser, im entscheidenden Jahr des 2-Jahres-Ironman Hawaii-Plans. Jetzt noch ein bisschen Statistik für den Juli. Geradelt bin ich gut 500 Kilometer gelaufen, 140 knapp, 137 so um den Dreh und geschwommen 40 Kilometer. Und insgesamt komme ich in meinen nun mittlerweile, glaube ich, 38 Trainingswochen, 39 Trainingswochen sogar seit November bis Juli auf knapp 7.400 Kilometer, die ich insgesamt zurückgelegt habe, radelnd, schwimmend und laufend. Tja, bleibt nur noch ein Trainingsmonat, der August, bevor es dann endlich ernst wird. Endlich ein Wettkampf. Hey, Wahnsinn. In Rot, die Challenge, die Langdistanz und ja, mein Trainer hat es ja schon angekündigt, da geht es ans Eingemachte.
Ja, und was mit dem Eingemachten gemeint war, das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Genauso, ob ich noch in meinen Renneinteiler von vor 4 Jahren passe. Nicht in denselben, aber in den gleichen immerhin. Und überhaupt, in welchem Zustand ich dann nach Rot fahre für meine Langdistanz. Hey, endlich mal ein Wettkampf-Wahnsinn. Das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr, falls ihr es nicht schon längst getan habt, ein Abo abschließt und ein Like wäre natürlich auch super, fände ich auch klasse, würde mich sehr freuen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir sehen uns.